ist sie jedem von euch ein Begriff und wahrscheinlich habt ihr auch schon alle mindestens einmal mit ihr virtuell Sport gemacht. Ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben. Ich rede von Pamela Reif bzw. Pamela Reif. In diesem Video möchte ich einmal ihre noch relativ neue PAM-App auf Herz und Nieren testen, in der es alle möglichen Rezepte von ihr gibt, eine Art Blog und alle ihre YouTube-Workouts findet man dort auch. Und einmal kurz vorab, das Ganze ist keine Werbung, keine Kooperation. Ich mache das aus reinem Eigeninteresse und weil ich einfach mal gucken möchte, ob diese App auch hält, was sie verspricht. Und wer mir auf Instagram folgt, wird schon gesehen haben, dass ich dieses Video vorhabe zu drehen. Da ich in diesem Video nicht alle Rezepte aus ihrer App testen kann, habe ich euch bei Instagram einmal entscheiden lassen, welche Gerichte ich aus ihrer App zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snack einmal ausprobieren soll. Falls ihr mir noch nicht bei Instagram folgt und die nächste Abstimmung nicht verpassen wollt oder generell einfach ein bisschen mich in meinem Alltag verfolgen wollt, dann folgt mir gerne bei Instagram. Ich freue mich über jeden, der neu dazu kommt. Jetzt zurück zur App. Es gibt die App in einer Free-Version, also kostenlos, und in einer Premium-Version. Die Premium-Version kostet 2,49 Euro im Monat oder man kann das Ganze auch als Jahresabo abschließen, dann kostet das Ganze 24,99 und die beiden Versionen unterscheiden sich einfach dahingehend, dass in der Free-Version nicht alle Rezepte freigeschaltet sind. Für dieses Video habe ich mir natürlich die Premium-Version geholt, um eben auch das ganze Spektrum der App testen zu können. Und ob sich diese 2,49 Euro im Monat meiner Meinung nach lohnt, werde ich euch am Ende nochmal in einem kleinen Gesamtfeedback berichten. Und bevor ich mich jetzt in die Küche stelle und anfange, ein bisschen zu zaubern, möchte ich euch einmal kurz noch die App so im Ganzen einmal vorstellen und zeigen, wie sie so aufgebaut ist, damit ihr euch das alle besser vorstellen könnt. Also wenn man die App öffnet, dann kommt man auf eine Art Startseite und hier gibt es eigentlich ja alle möglichen News, ihre neuen Workouts, wenn sie ein neues Rezept hochgeladen hat, ja, oder generell neue Blogbeiträge. Und dann der erste Reiter sind auch direkt schon die Rezepte. Auf den ersten Blick macht das erstmal alles einen sehr bunten und ansprechenden Eindruck. Übrigens, die Rezepte sind nicht alle komplett vegan. Es gibt auch Rezepte mit Fleisch oder halt mit Milchprodukten. Aber es gibt eine sehr, sehr gute Filterfunktion, muss ich sagen. Das ist mir sehr positiv aufgefallen, denn man kann sehr spezifisch nach bestimmten Gerichten oder Rezepten filtern. In dieser Filterfunktion kann man einmal nach einer speziellen Diät suchen, also zum Beispiel vegan, vegetarisch, glutenfrei. Man kann aber auch nach proteinreichen Rezepten oder kalorienreichen Rezepten suchen oder eben auch nach ohne Bananen oder ohne Nüssen gucken. Und da gibt es ja auch viele Menschen, die einfach Allergene haben oder Sachen nicht vertragen. Und deswegen finde ich das sehr gut, wenn man sehr genau filtern kann. Und dann kann man eben auch noch nach Art der Mahlzeit filtern, also nach Abendessen, Frühstück, Mittagessen, Snack, kalt, warm, Beilage, was auch immer. Und als letztes auch noch nach dem zeitlichen Aufwand, also ob das jetzt 15 oder 30 Minuten dauern darf. Und dann spuckt die App einem alle möglichen Rezepte aus und auch als Veganer hat man eine ziemlich große Auswahl. Und wenn man auf ein Rezept drauf geht, dann hat man erstmal oben noch ein paar Bilder, die man sich zu dem Rezept angucken kann, dann einen kleinen Text von Pam, wie sie zu dem Rezept gekommen ist oder generell, was sie darüber einfach sagen möchte. Dann findet man eine Zutatenliste, die Nährwerte zu dem Gericht und noch ein paar ja, Eigenschaften. Und dann gibt es unter dieser Zutatenliste einen ganz coolen Button, nämlich zur Einkaufsliste hinzufügen. In der App gibt es nämlich auch eine Art Einkaufsliste und wenn man sich die Rezepte rausgesucht hat, die man zum Beispiel die nächsten Tage kochen möchte, dann kann man die einfach auf diese Einkaufsliste setzen und kann die dann einfach im Supermarkt abarbeiten. Finde ich sehr gut. Und darunter gibt es eben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das Gericht zubereitet. Und oben rechts in der Ecke von jedem Rezept gibt es auch noch so ein kleines Plus und da kann man das Rezept zu seinem Wochen- oder Tagesplan hinzufügen. Da komme ich aber gleich auch noch zu, zeige ich euch nochmal genauer. Als nächstes geht es dann weiter mit dem Blog und den habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so genau angeguckt. Sie schreibt hier über alle möglichen Ernährungsthemen und glaube ich auch über persönliche Sachen. Und dann geht es weiter mit den Workouts. Wie gesagt, das sind alle Workouts, die es auch bei YouTube gibt. Und auch hier kann man wieder relativ gut filtern nach dem verschiedenen Typ des Workouts. Also ob es ein HIIT-Workout sein soll oder ein Tanz-Workout oder auch nur eine Dehnroutine. Und man kann auch auswählen, auf welche Muskelpartie sich das Video fokussiert, also Ganzkörper oder nur Bauchmuskeln oder so. Und den Schwierigkeitsgrad kann man auch noch auswählen.
So, und jetzt kommen wir zu dem individuellen Part der App und das finde ich echt ganz cool gemacht. Man kann sich nämlich, wie gesagt, seinen Wochenplan mit Gerichten und auch den Workouts zusammenstellen. Wenn einem das alles zu aufwendig ist, kann man auch einfach Pams Plan verfolgen. Also sie hat oben in der App auch immer ihren eigenen Plan. Da sind die Wochentage schon ausgefüllt mit Rezepten. Und wenn man sich einfach inspirieren oder überraschen lassen möchte, dann kann man das verfolgen. Genau das gleiche bei den Workouts. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon von ihren Fitnessplänen bei Instagram. Und dann gibt es eben auch noch die Einkaufsliste. Wenn man ein Gericht eben da zugefügt hat, dann stehen hier die ganzen Zutaten. Die kann man dann auch ganz einfach noch bearbeiten oder Sachen hinzufügen oder löschen. Und generell muss ich sagen, so auf den ersten Eindruck macht die App einen sehr guten Eindruck. Vom Design ist sie sehr schön, sie ist sehr gut strukturiert, sehr übersichtlich. Aber es kommt ja nicht nur auf das Aussehen, sondern auch auf den Geschmack an. Und deswegen würde ich sagen, lege ich jetzt mal los mit meinem Frühstück. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass ich euch ein bisschen was anderes zum Frühstück mal zeigen könnte, als immer nur mein Porridge. Aber ich habe euch ja über Instagram abstimmen lassen und mit einer großen Mehrheit habt ihr für den Cinnamon Roll Porridge gestimmt. Also gibt es auch in diesem Video mal wieder Porridge zum Frühstück. Es tut mir leid, aber ihr wolltet das so. Und ja, ich würde sagen, wir legen los mit dem Frühstück. Ich muss sagen, ich war nicht unbedingt traurig über den Cinnamon Roll Porridge, denn er sah wirklich sehr, sehr gut aus. Und als erstes soll man für den Porridge einen Apfel klein schneiden, beziehungsweise nur 30 Gramm. Und da habe ich festgestellt, wie wenig eigentlich nur 30 Gramm Apfel sind. Nämlich eigentlich nur eine kleine Spalte. Und die soll man dann in kleine Stücke schneiden, in eine Schüssel geben. Dann kommen da 50 Gramm Haferflocken dazu, Zimt und Backpulver. Das einmal durchmischen, dann kommt da noch pflanzliche Milch hinzu und Apfelmark. Und das ist auch schon die fertige Porridge-Mischung sozusagen. Und dann soll man eine ofenfeste Form mit Kokosöl ausfetten und die Porridge-Mischung da reingeben, ein bisschen verstreichen. Und ich habe leider nicht Pams eigene Schokodrops, dafür aber die von Koro, die auch sehr lecker sind. Und in der App steht, man soll sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, so einen Swirl zu legen. Deswegen habe ich das natürlich auch gemacht. Sieht vielleicht nicht ganz so schön aus wie in der App, aber ich war ganz zufrieden mit mir, muss ich sagen. Und das kommt jetzt für 30 Minuten in den Ofen. Und da sind die 30 Minuten auch schon um. Und so sieht mein fertiger Cinnamon Roll Porridge aus. Oh yeah. So, mein Frühstück ist fertig. So sieht es aus. Es riecht auf jeden Fall ganz gut. Hauptsächlich schokoladig durch die Schokodrops. Ich muss sagen, von der Portion her ist es wahrscheinlich so ein Drittel von dem, was ich sonst zum Frühstück esse. Also meine normale Frühstücksschale ist ja ungefähr so groß. Also ihr seht es, es ist jetzt nicht riesig, aber mal gucken, wie satt ich davon werde. Beziehungsweise muss es ja erstmal gut schmecken. So, wir testen mal. Ich habe es einen Moment abkühlen lassen. Ja, also ich bin natürlich eine sehr harte Porridge-Kritikerin, einfach weil ich schon so viel Porridge in meinem Leben gegessen habe und meinen Porridge einfach auch, so wie ich den mache, so, so gerne mag. Und es schmeckt nicht schlecht, also es ist lecker. Ohne die Schokolade würde mir wahrscheinlich schon ziemlich was fehlen, weil dann wäre es ziemlich langweilig und der Porridge an sich ist jetzt auch nicht besonders süß. Mit der Schokolade ist es ganz lecker. Ich würde es jetzt, glaube ich, nicht meinem Porridge vorziehen. Also es ist okay. Ich würde ihm jetzt so eine 5 von 10 geben. Nach meinem Frühstück habe ich mich schon mal ans Vorbereiten meines Snacks gemacht, weil der ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und da haben mit großem Abstand die Raw Brownies mit Hanfprotein gewonnen. Und da war ich wirklich sehr gespannt. Die bestehen nämlich aus Datteln. Die habe ich erstmal hier entsteint. Dann soll man die pürieren oder im Mixer mixen. Ich habe das hier im Standmixer gemacht. Dann kommt da Hanfprotein dazu und das benutze ich ehrlich gesagt sehr selten. Deswegen war ich auch so gespannt auf das Rezept. Dazu kommt rohes Kakaopulver, meins ist hier von Koro. Und das Ganze soll einmal vermischt werden. Das war noch eine ziemlich trockene Angelegenheit. Mit dem Mandelmus und dem Wasser, das man noch dazugeben soll, ging das dann aber. Und dann wird hier so ein klebriger Teig draus. Der muss natürlich erstmal getestet werden. Und
ja, ist in Ordnung. Und dann habe ich eine Form mit Frischhaltefolie ausgelegt und den Teig da reingefüllt und einmal festgedrückt. Also ihr seht, es ist wirklich nur eine Portion. Und der Brownie kommt jetzt erstmal für mindestens eine Stunde ins Gefrierfach. Und dann können wir uns auch schon dem Mittagessen widmen. Und da habt ihr für die Protein Buddha Boy gestimmt. Und das ist ein Mittagessen nach meinem Geschmack auf jeden Fall. Der erste Schritt ist, Quinoa zu kochen. Und während der kocht, kann man sich schon mal den anderen Sachen widmen. Ich habe hier die Pilze schon mal klein geschnitten und mich dem Rote-Bete-Hummus gewidmet. Und dafür soll man nur 10 Gramm Rote-Bete nehmen. Ich fand, das war ein bisschen wenig, aber gut. Ich habe das hier in so eine kleine Tasse gemacht. Dazu kommt Tahin, Olivenöl, Zitronensaft und Gewürze. Ich habe hier noch Salz und Pfeffer zugegeben, weil ich fand, sonst wäre es ein bisschen nicht so witzig. Das Ganze habe ich dann püriert und dann kommt hier so ein kleiner Klecks Hummus bei raus. Dann habe ich in einer Pfanne Kichererbsen mit etwas Avocadoöl und Sesamsamen anbraten. Die Kombination fand ich echt sehr interessant und voll lecker. Also es roch auf jeden Fall in der Pfanne schon mal sehr gut. Und in der gleichen Pfanne habe ich dann die Pilze auch noch einen kurzen Moment angebraten. Auch noch ein bisschen gewürzt. Und dann kann auch schon angerichtet werden. Die Base der Bowl ist Blattspinat. Dann kommt der Quinoa dazu. Ich habe mich hier für Erbsen entschieden, weil ich nicht so der Bohnenfan bin. Dann die Pilze, die Kichererbsen, Hanfsamen, Kürbiskerne. Und als allerletztes der Klecks Hummus. Und das ist meine fertige Protein Buddha Bowl. Ich glaube, es sind 16 Gramm Protein drin. Schon nicht schlecht, muss ich sagen. So, ich habe jetzt hier mein Mittagessen vor mir. Meine Buddha Protein Bowl. Das Einzige, was nicht so geklappt hat, ist der Hummus. Ich weiß nicht, ob ich das Rezept auch falsch verstanden habe, aber da steht halt, dass der Hummus nur aus Tahin, Rote Bete, Zitronensaft und Gewürzen und Olivenöl besteht. Und das wurde bei mir halt so super wenig. Aber ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Ich vermische das ganze Kunstwerk jetzt von mir. Sieht das auf jeden Fall nicht mehr Instagram-like aus. Oh, das ist aber doch ganz juicy eigentlich. Schmeckt auf jeden Fall besser, als ich jetzt gerade eben dachte. Es ist doch relativ saftig so. Ein bisschen würziger könnte es sein. Aber ich mag Kichererbsen mit dem Avocado drin sehr gerne. Nur was man nicht so krass ausschmeckt, ist der Hummus. Aber vielleicht habe ich den auch irgendwie nicht so richtig gemacht. Es ist auf jeden Fall, finde ich, eine ganz gute Kombination. Sorry. Essen und Reden ist nicht so die beste Kombination, vor allem bei Quinoa. Also ich finde, es ist eine gute Kombination aus einem knackigen Salat und etwas warm, also einem warmen Gericht. Das würde ich nochmal machen, glaube ich. Das ist ganz lecker, ne? Kommen wir zurück zu den Brownies. Die sind jetzt nämlich fertig und lasst uns mal testen. So, nach meinem Mittagessen brauche ich auf jeden Fall jetzt noch einen kleinen süßen Nachtisch. Und mein Mittagessen hat mich tatsächlich ziemlich satt gemacht. Es war echt lecker, also das würde ich echt nochmal machen. Nach meinem Frühstück dachte ich so, ob mich die Rezepte hier von Pam von den Mengen her so überzeugen, weiß ich nicht. Weil ich schon jemand bin, der gerne ein bisschen größere Portionen isst und irgendwie auch braucht, um satt zu werden. Deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, aber es hat mich doch relativ satt gemacht. Aber ich möchte natürlich hier meinen tollen Brownie noch probieren. Klebt ein bisschen an den Zähnen. Tut mir leid, wenn ich jetzt gleich irgendwo so einen schwarzen Zahn habe oder so. Der ist echt richtig lecker. Es schmeckt eher so wie so eine Art Energy Ball oder so. Es ist halt so fudgy und schokoladig. Und ich hätte nicht gedacht, dass man das Hanfprotein so wenig schmeckt. Und ich habe auch schon öfters mal Hanfprotein irgendwo ausprobiert. Aber ich fand es halt immer so ein bisschen störend, diesen leicht muffigen, sandigen Geschmack. Und das schmeckt man bei diesen Brownies echt gar nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut schmeckt, wirklich. Also ich bin gerade echt beeindruckt. Richtig lecker. Die kriegen definitiv 10 von 10. Zeit fürs Abendessen und da haben das Hirse-Risotto und die Süßkartoffel-Toasts gegen das Süßkartoffel-Curry verloren und ich muss sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut, weil das wollte ich unbedingt mal ausprobieren.
Das Rezept ist wirklich super simpel. Es geht los mit Süßkartoffel, die man schälen soll und in kleine Würfel schneiden soll. Die kommen in einen Topf zusammen mit Kokosmilch. Jo, erstmal gefailt. Dazu kommen Gewürze, Salz, Pfeffer, Curry und ein bisschen Zimt. Und das soll man kurz einmal aufkochen. Und wenn das Ganze kocht, dann einen Deckel drauf geben und noch so 10 Minuten weiter köcheln lassen. Dann kommen die Kichererbsen dazu, einmal umrühren und der Blattspinat. Und das ist eigentlich auch schon das fertige Gericht. Also es geht wirklich unglaublich schnell und man muss so wenig machen. Und lasst uns mal testen, wie es schmeckt. Also riechen tut es schon mal richtig, richtig lecker und die Konsistenz ist auch richtig cremig und es riecht einfach nach so einem richtigen Comfort Food. Also dieses Gericht ist wirklich so schnell zu machen. Man muss eigentlich alles nur in den Topf schmeißen und ein paar Minuten warten und es ist fertig. Also ein schnelleres Abendessen kann man eigentlich nicht machen. Oh, richtig lecker. Richtig, richtig lecker. Also ich habe es mir auch eigentlich genau so vorgestellt. Weil Süßkartoffel einfach super ins Curry passt mit dem Spinat und so. Also die Kombination ist einfach sehr, sehr gut. Die einzige Sache, die ich jetzt auch wieder bei diesem Rezept anmerken würde, ist so ein bisschen die Portion. Also ich habe es jetzt noch nicht aufgegessen. Aber ich weiß, was ich mir sonst für Portionen mache. Und ich weiß, das ist alles super individuell, aber ich würde wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen, um richtig satt zu werden. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Aber sonst ein richtig leckeres Rezept und das werde ich bestimmt auch nochmal machen. Ui! Jetzt möchte ich euch noch kurz mein kleines Feedback zu der PAM-App geben. Ich würde sagen, ich würde die App auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich finde, sie ist eine super Inspiration, gerade für Menschen, die vielleicht den Vorsatz haben, sich ein bisschen gesünder zu ernähren oder einfach auf der Suche nach leckeren, sehr clean, sehr gesunden Rezepten sind. Dann würde ich die App auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, sie ist auch die 2,50 € im Monat wert. Meine 2,50 € sind ein Kaffee to go oder so, also das kann man für sowas, finde ich, schon investieren. Der einzige, meiner Meinung nach, Kritikpunkt, das ist sehr subjektiv natürlich, aber ich habe das jetzt ein paar Mal im Video gesagt, sind so ein bisschen die Portionsgrößen. Ich finde sie ein bisschen zu klein. Mir würden einfach die meisten Gerichte, wenn man sie so nach den Gewichtsangaben, wie sie in den Rezepten stehen, einfach nicht ausreichen. So vom Ding her finde ich die Rezepte super. Ich würde wahrscheinlich einfach so ein bisschen mehr nach Gefühl kochen und die Mengen nehmen, so, die ich vielleicht auch gerade einfach da habe. Und ich kann euch sowieso als Tipp raten, messt euch nicht an solchen Portionsangaben oder Größen. Ja, deswegen, wenn ihr euch die App holt, dann achtet vielleicht einfach nicht so sehr auf diese Grammangaben oder die Kalorienangaben. Finde ich, müssen auch nicht immer in so einem Rezept drinstehen. Klar, sie ist jetzt so in dieser Fitnessbranche und Fitnesswelt drin, deswegen schreibt sie wahrscheinlich die Kalorienangaben dazu. Sonst finde ich die App echt sehr ansprechend, sehr schön strukturiert. Wie gesagt, die Filterfunktion finde ich super. Die Rezepte sind sehr vielfältig, sehr clean. Ich würde die App auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ich werde auch in nächster Zeit auf jeden Fall noch ein bisschen was austesten. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Falls ihr noch nicht abonniert seid, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich über jeden, der neu dazu kommt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!